kommt zurück mitten im Kampf und wir machen weiter. Er hat übrigens keine Impulslaser und keine Laser, sondern Railguns. Und zwar Betriebsrailguns, weil ich ihn überhaupt nicht weiterentwickelt habe, weil ich ihn kaum spiele. Ich mag den irgendwie nicht wirklich, also es tut mir leid, falls ihr anderer Meinung seid. Okay, das war jetzt seltsam. Ich habe den Feind zerstört, also. Scheiße, Sniper! Okay, das ist jetzt nicht der Sniper, das ist Laser. Das ist auch kein Sniper, das ist auch irgendwelche... Ja, es tut mir leid. Jetzt mache ich wohl den Danger. Das ist auch kein Sniper. Der hat mich aber gekillt. Und jetzt probieren wir den... Ja, den. Seine Spezialattacke. Plasmanetz. Es verschließt ein Plasmanetz und ja, sagt alles. Und zerstört den Gegner möglichst weit. Ich bin immer noch überrascht, wie gut sie mit Lichteffekten hier rumgespielt haben und so. Der Sniper hat gerade. Sieht man das? Sieht man den roten Laserstrahl hier? Gerade zielt er. Hallo. Stören wir den ein bisschen? Nee, lassen wir den mal. Hölle! Hölle! Okay, das war jetzt böse. Und wir sind gerade im Modus, was ich schon lange eigentlich sagen sollte. EMP-Krieg oder so. Also, ich sehe, man muss EMP... Ja, genau, Plasma. Ach, egal. Ich muss ja nicht alles erklären. Absolut kostenlos, dieses Spiel. Wirklich, die kostenpflichtigen Inhalte sind auch nicht so toll, dass man sie kaufen würde. Also auch nichts Überragendes, wie... Ach, komm schon, erobere dich. Nein, nein, nicht missen. Wir haben die Plakette widerstandsfähig errungen. Tut mir leid, dass es ziemlich laut ist. Ich nehme wieder den Templar an mich. Im Gewissen, dass ich dass sein Schild mich retten wird. Denn sein Schild ist wirklich überragend. Er hat auch einen Schildkondensator, einen verbesserten oder so, den ich aus einer älteren Version, ich sag mal so, rausgenommen habe. Keine Sorge, nicht gehackt, nicht gestohlen, sonst noch was. Es blieb mir einfach, sag ich mal. Und ich wusste nicht, wofür das gut war. Und jetzt weiß ich es halt. Es verbesserte den Schild. Aber ich konnte es mir nicht einbauen, weil meine Schiffe damals waren nicht sehr toll. Dieses Schiff ist auch nicht sehr toll. Das ist gerade mal Level 2, soweit ich verstanden habe. Und wir gehen in den... Ich nenne das Sniper. Egal wie ihr es nennen würdet, ich nenne das Sniper. Vielleicht sogar etwas besser. Ja, und ich kann es auch automatisch zünden. Natürlich, ich meine manuell. Also mit Knopfdruck. Alter. Auf Knopfdruck. Wir sehen übrigens alles in Schwarz-Weiß, falls ihr das nicht bemerkt habt und farbenblind seid. Falls ihr euch nicht beschwert, dass es im Torpedo-Modus schwarz-weiß ist, seid ihr farbenblind, kann ich nur sagen. Geht am besten zum Arzt. Yeah. Und wir ballern hier rum. Okay, ballern würde ich das nicht nennen. Egal, ist egal, wie ich das nenne. Das sind ganz viele Engineer, die können Dinge bauen, sage ich mal so. Und die sind groß. Also, und ich habe gerade die Plakette geheim herum. Ich weiß nicht, warum sie so heißt. Eigentlich muss man dafür nur zwei Drohnen in weniger als 12 oder 7 Sekunden ausschalten. Ich weiß nicht, warum sie geheim heißt.
Also in Dings, im Englischen heißt es Huschhusch, da kann ich es ja irgendwie verstehen, aber im Deutschen heißt es geheim. Ernsthaft? Irgendwie ist die Übersetzung von Huschhusch nicht gelungen. Scheiße, scheiße, und wir wurden gehackt oder so. Ich weiß nicht, was das ist. Es gibt zwei Arten, ein Torpedo zu stören oder zu auszuschalten. Man, die sicherste Methode ist ein Raketenabwehrsystem. Das macht so einen grünen Strahl. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber irgendwann, glaube ich, kaufe ich es mir auch. Ich weiß nicht. Uns greift jemand an. Werden wir jetzt im Sniper-Modus? Ja, Sniper-Modus, Pech für euch. Würden wir das nicht bemerken. Nur an der kleinen Zeile da oben. Und ich habe ihn nur assistiert. Immerhin 80 Punkte. Sieht so aus, als wären wir gerade am Verlieren. Auch wenn unser Killstand, sage ich mal, also 34 zu 29 für uns ist, haben wir trotzdem zwei Hauptstationen verloren, während sie keine verloren haben. Plakette, ich finde dich, einen Unsichtbaren wieder sichtbar machen. Ist klar. Das sind zwei, ein Sniper und ein was war das eben? Einen, ich kill mal, killen ist das falsche Wort, ich verletze ihn nur. Also sein Schild. Sollte sich wirklich den Trailer von diesem Spiel an... Ja, und wir haben verloren, ist klar. War ja eh nur noch eine Bake da, also Hauptstation. Wir haben drei Plaketten herum, yeah! Widerstandsfähig. Erhalte einen Gesamtschaden von 200% deiner Schiffshüllenpanzerung und überlebe. Ich finde dich. Decke den Unsichtbarkeitsmodus des Feindes auf, ist klar? Geheim. Zerstöre zwei Drohnen in weniger als 20 Sekunden. Ich kann mir das nicht merken, will ich nicht und werde es auch nicht. Egal. Also, okay, und ich sag mal, ich werde das vielleicht noch weiterspielen, aber hört mal, ich bin halt nicht so gut darin, ich werde mich bessern, keine Sorge. Aber ich werde es noch weiterspielen und ihr könnt, ich weiß nicht, ob ihr es beachtet, egal, ich gehe hier mal rum. Ja. Was wollte ich gerade sagen? Ach, ich bin so verstreut. Gerade, ich hab was. Egal. Was gibt's im Shop? Nichts. Sag mal, was mache ich hier gerade? Wenn ihr auch in diesem Spiel seid, dann sagt mir Namen oder so, keine Ahnung. Naja, am besten Namen. Unten in die Kommentare und ich habe mir überlegt, dass ich auf diesem Kanal Kommentarfragen beantworte. Es kann alles sein von was auch immer. Kommentarfragen, was könnte man da stellen? Sagen wir einfach mal irgendwas über dieses Spiel oder dieses oder irgendeine Kommentarfrage. Ja, einfach unten in die Kommentare schreiben und dann beantworte ich sie in irgendeinem Video. Irgendeinem Video, ja. Und lese auch den Namen vor, falls ihr das nicht wollt, dann natürlich nicht. Also egal was, Hauptsache ernst gemeint. Und falls nicht, mache ich einfach ein Video, mir egal. Okay, dann, ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, tschüss.